Fußball Mexiko. Prognose für den Spieltag am 13.09.2009. Autor Diesel Zamkensi. Endresultat Endstand Mexiko Torneo Apertura Clausura Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt America 2:1 und für Atlanta 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, America gegen Atlanta, wäre zu tippen, America mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Atlanta gegen America lauten, dann müsste der Tipp für Atlanta lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. America 3:1. Atlanta 0:0. Atlas 0:1. Cruz Azul 3:1. Deportivo Guadalajara 1:2. Indios 0:1. Jaguares 0:1. Monterrey CF 2:1. Morelia 2:1. Pachuca 3:2. Puebla 1:0. Pumas 0:2. Querétaro 0:2. San Luis 0:0. Santos 2:1. Tigres 1:1. Toluca 3:2. UA Guadalajara 2:1. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 6.9.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 6.9.09 gespielt haben. Gemerke 1:1. Atlanta 1:0. Atlas 0:0. Cruz Azul 2:0. Deportivo Guadalajara 2:2. Indios 0:2. Jaguares 0:4. Monterrey CF 3:1. Morelia 0:1. Pachuca 4:0. Puebla 2:2. Pumas 0:1. Querétaro 1:3. San Luis 0:0. Santos 4:2. Tigres 1:1. Toluca 1:0. UA Guadalajara 2:4. Halbzeit-Halbzeitstand Mexiko Torneo Apertura Clausura Halbzeit-Halbzeitstand. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Halbzeit-Halbzeitstand Halbzeit-Halbzeitstand. Gemerke 2:1. Atlanta 0:0. Atlas 0:1. Cruz Azul 3:1. Deportivo Guadalajara 1:3. Indios 0:1. Jaguares 1:1. Monterrey CF 1:1. Morelia 2:1. Pachuca 3:2. Puebla 1:0. Pumas 0:2. Querétaro 0:2. San Luis 0:0. Santos 2:2. Tigres 2:1. Toluca 3:1. UA Guadalajara 1:1. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Halbzeit-Halbzeitstand-Prognosen berücksichtigt der 6.9.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit-Halbzeitstand zuletzt am 6.9.09 gespielt haben. Gemerke 1:1. Atlanta 1:0. Atlas 0:0. Cruz Azul 2:0. Deportivo Guadalajara 2:2. Indios 0:2.
Jaguares 0-4. Monterrey CF 3-1. Morelia 0-1. Pachuca 4-0. Puebla 2-2. Pumas 0-1. Querétaro 1-3. San Luis 0-0. Santos 4-2. Tigres 1-1. Toluca 1-0. Guadalajara 2-4.